Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Interpretation des Lagrange-Multiplikators. In den bisherigen Videos zur Lagrange-Methode hatten wir die Lagrange-Funktion mit diesem Lagrange-Multiplikator eigentlich nur als Mittel zum Zweck eingesetzt, als Kochrezept, um auf ganz schematische Art und Weise das Optimierungsproblem unter Nebenbedingungen lösen zu können. In diesem Video werden wir uns aber anschauen, dass auch der Lagrange-Multiplikator selber eine Interpretation hat, die für die Wirtschaftswissenschaften von Interesse ist. Und genauer gesagt schaut es so aus. Das Problem, was wir lösen, ist, wir optimieren eine bestimmte Zielfunktion. In den bisherigen Beispielen war das immer eine Kostenfunktion unter einer Nebenbedingung. Das war in den bisherigen Beispielen eine Produktionsfunktion, die ein bestimmtes Output-Niveau erreichen sollte. Und dann gilt im Allgemeinen, dass die optimalen Werte für den Faktoreinsatz der ersten und zweiten Menge Funktionen dieser Nebenbedingungen sind, von der Menge, die ich unter der Nebenbedingung erreichen möchte. Also im Beispiel mit einer Produktionsfunktion, wenn ich ein Produktionsniveau von 100 beispielsweise erreichen möchte, brauche ich dafür geringere Mengen von x1 und x2, als wenn ich ein Produktionsniveau von 200 erreichen möchte. Also im Allgemeinen hängen die optimalen x1-Stern und x2-Stern, so haben wir sie hier auf den Folien genannt, von diesem Wert unter der Nebenbedingung ab. Und dementsprechend gilt auch, dass der optimale Wert der Zielfunktion im Beispiel der Kosten von diesen Werten x1-Stern und x2-Stern abhängt. Und hier habe ich das auf dem Folien mal c-Stern genannt. Das sind also die minimal möglichen Kosten, die ich erreichen kann, wenn ich das Output-Niveau Q erreiche. Und klar ist, wenn ich ein höheres Output-Niveau erreichen möchte, werden auch meine Kosten steigen. Die Frage ist, um wie viel? Und da kann ich natürlich jedes Mal neu mein komplettes Optimierungsproblem lösen, kann sagen, ich setze einmal mein Output-Niveau auf 200 fest, löse das Optimierungsproblem, komme auf den Faktoreinsatz für x1 und x2 und setze das in die Kostenfunktion ein. Und dann mache ich das nochmal für eine Output-Menge von 201 und setze dann auch nochmal ein und so weiter. Aber das, was man in Wirtschaftswissenschaften besonders gerne macht, ist, man schaut sich an, naja, wie ändert sich denn der optimale Wert dieser Kostenfunktion, das C-Stern, wenn sich das Q ändert, und zwar um eine marginale Einheit. Wir schauen uns also hier wieder eine Ableitung an, wie ändert sich C-Stern, wenn sich Q ändert. Und da kann man zeigen, wir werden das hier nicht im Detail machen, aber werden sehen, dass es plausibel ist, das ist einfach unser Lagrange-Multiplikator im Optimum. Das war also bisher in unserer Nebenrechnung nur ein Beiprodukt, dass wir auch das Lambda im Optimum bestimmt haben. Aber hier sehen wir, das hat selber auch noch eine inhaltliche Bedeutung. Ja, der Lagrange-Multiplikator gibt also an, um wie viel sich der optimale Wert der Zielfunktion näherungsweise ändert, wenn die Nebenbedingung um eine marginale Einheit gelockert wird. Rechnen wir das hier in unserem Beispiel 858 nochmal durch. Da ging es darum, die Kostenfunktion 2 mal x1 plus 3 mal x2 zu optimieren unter der Nebenbedingung 100 mal x1 mal x2 gleich q. Und bisher hatten wir das Problem nur für q gleich 200 gelöst. Aber jetzt lösen wir das Problem hier nochmal allgemein. Wir schreiben also kein konkretes q hin, sondern lassen das q einfach als variablen Wert dort stehen. Nach dem müssen wir nicht ableiten oder ähnliches. Das ist einfach ein Platzhalter, der fix ist, der nicht geändert wird in dieser Analyse. Den schleifen wir also die ganze Zeit in unseren Rechnungen mit durch. Stellen wir also nochmal die Lagrange-Funktion aus. Wie sah das aus? Die Lagrange-Funktion bekommt dann eine zusätzliche Variable, eben diesen Lagrange-Multiplikator, und die besteht dann aus c minus Lambda mal f minus q. Also c, das, was ich optimieren möchte, minus Lambda und dann die Nebenbedingung auf gleich 0 umgeschrieben, f minus q. Und dann leiten wir das ab, einmal nach x1, dann bekommen wir hier 2, fällt weg. Hier bekommen wir minus 100 mal Lambda mal x2 bleibt noch übrig und das q fällt weg.
und das soll gleich 0 sein. Analog gibt die Ableitung nach x2, gibt uns den Wert 3 und von hier minus 100 mal Lambda mal x1 und das q fällt wieder weg. Und diese beiden Bedingungen erster Ordnung für die partiellen Ableitungen nach x1 und x2 kann ich auch leicht auflösen. Einfach den rechten Term auf die rechte Seite bringen und dann durch 100 Lambda dividieren. 2 dividiert durch 100 Lambda sind 0,02 durch Lambda. Und hier bekommen wir 3 durch 100 mal Lambda. Und die Ableitung nach Lambda ergibt immer wieder die Nebenbedingung. 100 mal x1 mal x2 gleich q in diesem Fall. Das heißt, auch die können wir noch ein bisschen vereinfachen, können hinschreiben, x1 mal x2 soll sein q dividiert durch 100. Die Bedingung erster Ordnung, also die Bedingung für unseren kritischen Punkt oder stationären Punkt, muss also folgende drei Gleichungen erfüllen. Und nach q lösen wir nicht auf, q lassen wir eben einfach drinstehen, sondern wir lösen auf nach Lambda und nach x1 und nach x2. Und das können wir jetzt einfach machen, indem wir hier das x1 und das x2 mal in die dritte Gleichung einsetzen. Da haben wir da stehen, 0,03 mal 0,02 dividiert durch Lambda Quadrat. Und dann können wir das Lambda Quadrat auf die rechte Seite bringen, multiplizieren mit dem Kehrwert mit 100 dividiert durch q und ziehen dann die Wurzel. Und dann kommt heraus, das optimale Lambda ist gleich die Wurzel aus 0,06 dividiert durch q. Und streng genommen plus minus dem, aber wir wissen, Lambda muss positiv sein, weil es ja hier in x1 und x2 auch vorkommt und das müssen positive Mengen sein. Das heißt, in Abhängigkeit von dem Output-Niveau, was wir erreichen wollen, kriegen wir ein anderes Lambda, das halt höher oder niedriger ausfällt, je nachdem, wie wir q festlegen. Und dieses Lambda können wir jetzt hier eben einsetzen in diese beiden Gleichungen. Und wenn wir das machen, erhalten wir die Wurzel aus 0,015 mal q, weil wir eben mit dem Kehrwert hier dann multiplizieren müssen, die 0,03. Und für x2 bekommen wir ganz analog die Wurzel aus 0,02 mal q dividiert durch 3. Also einfach das Lambda-Stern hier oben eingesetzt und die 0,03 bzw. 0,02 mit unter die Wurzel gezogen. Und wir könnten jetzt hier für q gleich 200 einsetzen und würden dann genau die Werte herausbekommen, die wir bisher bei der Lösung dieser Musteraufgabe 858 in früheren Videos auch rausbekommen haben. Ich lasse aber hier immer noch das q auch als Platzhalter drin stehen und schaue mir jetzt an, was ist denn der optimale Wert der Zielfunktion. Und da müssen wir ja einsetzen, das ist 2 mal das optimale x1, also hier 0,015 mal q plus 3 mal x2, also hier 0,02 mal q dividiert durch 3. Und wenn wir das einsetzen, wenn wir die 2 unter die Wurzel mit drunter ziehen, wird daraus eine 4 und 4 mal 0,015 wird dann zur Wurzel aus 0,06 mal q. Und wenn wir das hier machen, die 3 unter die Wurzel ziehen, wird daraus 9 oder 3 zum Quadrat oder 3 mal 3. Eine 3 kann ich hier unten gegen kürzen, bleibt noch eine 3 stehen. 3 mal 0,02 sind auch 0,06 mal q. Das heißt, ich bekomme hier Wurzel aus 0,06 mal q und hier Wurzel aus 0,06 mal q. Also sind das insgesamt 2 mal die Wurzel aus 0,06 mal q. Das ist also das optimale Level unserer Zielfunktion, was wir erreichen können. Und das ist auch eben eine Funktion von q. Je höher ich das q wähle, je höher ich mein Produktionsniveau haben möchte, desto höher werden auch meine Kosten ausfallen. Und wieder, wenn wir hier für 200 einsetzen, dann bekommen wir die 6,9 irgendwas heraus, die wir bisher als Lösung für die Musteraufgabe 858 herausbekommen haben.
Und jetzt, wo wir aber diese optimalen Kosten als Funktion des Werts der Nebenbedingungen, der Outputmenge Q, da stehen haben, können wir uns auch ausrechnen, was ist denn die Ableitung von dieser Funktion nach Q. Das beantwortet uns also die Frage, wie verändern sich die Kosten, wenn ich die Menge Q unter den Nebenbedingungen verändere. Naja, und da kann ich auch schreiben, 2 mal Wurzel aus 0,06 mal Wurzel aus Q. Und die Wurzel aus Q kann ich auch schreiben als Q hoch 1/2. Dann ziehe ich also die 1/2 nach vorne, die kürzt sich gegen die 2 weg. Dann habe ich da stehen die Wurzel aus 0,06. Und aus Q hoch 1/2 wird dann Q hoch minus 1/2. Und das kann ich auch schreiben als 0,06 dividiert durch Q und daraus die Wurzel. Ja, indem ich einfach das zu 1 durch Q, die Wurzel aus 1 durch Q mache und dann die Wurzeln zusammenziehe. Und dann sehe ich, dass also sich auch dieser Wert ändert, je nachdem, was ich dort für Q eingebe. Und dann kann mir auffallen, dass diese beiden Werte genau gleich sind. Und das ist jetzt nicht ein Zufall, was genau bei diesem Beispiel herauskommt, sondern das gilt immer. Das kann man zeigen, machen wir hier in dem Video nicht, sondern nehmen das einfach mal so hin, dass diese Ableitung genau dem Lagrange-Multiplikator entspricht. Was können wir dann in dieser Musteraufgabe damit machen? Setzen wir jetzt einmal für Q gleich 200 ein. Dann bekommen wir für die optimale Menge x1 die Wurzel aus 0,015 mal 200 raus oder diese 1,732 und so weiter, die wir auch bisher immer ausgerechnet hatten. Und für x2 ist das die optimale Menge und für die Kosten sind wir bei den 6,928 und so weiter, die wir auch bisher hatten. Also all das ergibt sich genau aus diesen Werten, die wir gerade ausgerechnet haben. Und der Lagrange-Multiplikator hat hier den Wert 0,017 und so weiter. Was heißt das jetzt? Die Interpretation ist, bei einer Änderung des Produktionsniveaus unter der Nebenbedingung auf Q gleich 201 ist also eine Steigerung der optimalen Kosten zu erwarten. Klar, ja, wenn ich jetzt statt 200 Einheiten 201 Einheiten produzieren möchte, steigen meine Kosten und ich erwarte eine Steigerung um 0,01732 Einheiten. Das würde also diesem Wert entsprechen. Jetzt, wo wir hier so ausführlich gerechnet haben, können wir auch tatsächlich einsetzen. Können in so einen optimalen Wert der Kosten einsetzen, statt hier, Entschuldigung, statt hier mit 200, setzen wir da jetzt mit 201 ein und sehen, da kommt 6,94550 heraus. Die beiden Werte sind fast gleich, nicht exakt, weil dieses hier ist die diskrete Änderung und dieses hier ist die Berechnung aufgrund der marginalen Änderung. Aber wir sehen, diese Approximation funktioniert ziemlich gut. Und normal muss ich dafür eben nicht das Ganze mit diesem Q durchrechnen, sondern ich brauche das Ganze nur mit dem konkreten Wert von 200 durchzurechnen, bekomme als Nebenprodukt den Lagrange-Multiplikator heraus und kann den eben interpretieren als die Änderung der optimalen Zielfunktion, wenn ich die Nebenbedingung um eine Einheit lockere.